Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch in einer weiteren Woche meines Aufbrauchversuchs und habe gedacht, diese Woche stelle ich euch nicht nur die Produkte vor, die leer geworden sind, sondern auch die, die überhaupt in meinem Projekt sind, weil ich heute relativ lange gebraucht habe, um überhaupt festzustellen, hey, was ist eigentlich dabei und was nicht, weil ich das nicht separat voneinander aufbewahre. So, also jetzt zu den Produkten, die diese Woche leer geworden sind. Und zwar sind mal wieder leer geworden die Reinigungstücher von Balea, die nach Grapefruit riechen. Was soll ich sagen, sie tun, was sie sollen und ich kaufe sie jedes Mal wieder. Das heißt, ich finde sie wirklich gut und das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich toll. Gut, weg damit. Dann ist leer geworden von Clarence der Reinigungsschaum. Der in dem Paket mit der Creme und diesem, wie heißt es, Daily Energizer war. Und der ist schon ein paar Tage leer. Und eigentlich dachte ich, ich sage dazu sowas wie, ja, er macht, was er soll, aber es kann sich bestimmt etwas für weniger Geld finden, das dasselbe tut. Das mag auch stimmen, aber wenn man es jetzt vergleicht mit einem sehr, sehr günstigen Waschgel, dann würde ich sagen, nein. Ganz klar, nein. Das ist nicht zu vergleichen in der Art und Weise. Und ich glaube, dass ein gutes Reinigungsgel, ein guter Reinigungsschaum sein Geld auch tatsächlich wert sein kann. Und dieser hier hat meine Haut nicht irritiert. Er war recht mild und ich bin damit sehr gut zurechtgekommen. Und im Vergleich zu dem, was ich jetzt benutze, war das tatsächlich Gold. So, also ein gutes Produkt. Ich weiß nicht, ob ich genau dasselbe nochmal kaufen würde, aber es war wirklich gut. Ja, dann ist leer geworden von Tracklemoon Ginger Morning. Ich hatte ja versprochen, ich kaufe keine mehr von Tracklemoon, solange ich keine Duftprobe quasi vorher haben kann. Und das habe ich auch nicht getan. Es hat mich aufgrund des Duftes relativ lang relativ viel Zeit gekostet, das aufzubrauchen, weil ich sagen muss, ich bin so ein Typ, ich kann nicht jeden Duft immer ertragen. Und ja, und das ist nicht bis hierhin voll, ich sage das nur nochmal, sondern es ist tatsächlich nur noch etwas an den Rändern, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Eigentlich ist es leer und das andere kriege ich nicht raus. Deshalb ist es für mich jetzt mal aufgebraucht und weg damit. Außerdem leer geworden, was mich sehr gefreut hat, ist Jill Sanders Hand, das Eau de Toilette. Es hat mich relativ viel Zeit gekostet, aber ich habe es diese Woche endlich mal geschafft, es in einem Maß zu verwenden, dass ich es nicht gar nicht verwende und dass es aber auch meine Sitznachbarn und Kollegen nicht stört, wenn ich es trage. Und jetzt ist es leer. Yay! So, was nehme ich wieder dazu? Ich habe mich dazu entschieden, zwei Produkte dazu zu nehmen, die ich sehr gerne verwende, aber von denen ich denke, dass sie bald quasi schlecht werden oder schon länger bei mir rumliegen. Nicht rumliegen im Sinne von ungenutzt, sondern dass sie nicht leer werden. Und zwar ist das einmal von Viktor & Rolf Flower Bomb. Das ist die 50 ml Größe. Und das war früher mein Lieblingsparfüm und ich finde es auch ganz, ganz toll. Mir ist nur aufgefallen jetzt, dass sich die Farbe verändert hat und ich nicht weiß, warum. Und deshalb möchte ich es möglichst bald aufbrauchen, weil ich Angst habe, dass es mir schlecht wird. Am Duft hat sich durch die Farbveränderung noch nichts verändert. Ich möchte es aber eigentlich nicht drauf ankommen lassen, weil ich es ein echt tolles Parfüm finde. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Außerdem von Uma, ich weiß gar nicht, ob ihr diese Marke kennt, ich kannte die auch nicht, das gab es irgendwann mal in der Metro. So viel ist noch übrig, das ist ein weißer Kajal, Eyeliner, whatsoever. So sieht der aus und der glitzert gar nicht und den benutze ich jeden Tag hier. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ich glaube, es heißt auf Englisch Waterline, keine Ahnung. Also jedenfalls quasi über dem Wimpernkranz
am unteren Lied. Oh je, heute habe ich wirklich Schwierigkeiten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. So, und was ist noch in meinem Projekt? In meinem Projekt ist noch Selected Sheer Pressed Puder von MAC in der Farbe NC5. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es sind nur noch Krümel drin, weil er mir runtergefallen ist. Und ich möchte ihn eigentlich nicht repressen, sondern nur aufbrauchen. Und deshalb öffne ich ihn jetzt nicht. Ich hoffe, ich kann das binnen der nächsten 2 Wochen aufbrauchen und habe dann ein weiteres Ding für Back to Mac. So, und dann ist noch dabei von Sephora die Handcreme. Da ist nicht mehr so viel drin. Ich hoffe, ich kann sie diese Woche aufbrauchen. Was mir aufgefallen ist, wenn man ein bisschen zu viel nur davon benutzt, ist es ein bisschen klitschig. Und es gibt so, wie nennt man das? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie so schwarze Würfel. Ich weiß nicht, wie das Wort dafür ist. Was es ein bisschen eklig macht. Bei anderen Handcremes hatte ich das nicht oder habe ich das nicht. Und deshalb bin ich umso glücklicher, wenn sie endlich leer ist. Dann ist noch drin ein Eyeliner von Lancôme. Der schwarze, den gibt es dazu, wenn man den Mascara kauft. So viel ist davon noch übrig. Ups. Sorry. Das ist die Farbe 01 Noir. Ja, keine Ahnung. Ich benutze ihn jeden Tag. Ich hoffe, in ein paar Wochen ist er weg. Außerdem ist dabei ein Lip Liner von Max Factor. Ja, der gehörte eigentlich zu dem Lippenstift, den ich vor ein paar Wochen aufgebraucht habe. Und ich benutze ihn jetzt auch jeden Tag. Und dann ist noch dabei von Max Factor Excess Shimmer. So sieht das gute Stück aus. Das habe ich euch, glaube ich, schon ziemlich oft gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob es so rum richtig ist. So viel ist noch drin. Und dieses Produkt benutze ich auch jeden Tag. Und noch 2 Sachen, wovon ich euch aber leider nur eine zeigen kann. Entschuldigung. Und zwar der Art Deco Lidschatten in der Farbe 810. Das ist so weiß mit relativ viel Glitzer. Ihr könnt sehen, es ist nicht mehr so allzu viel drin, aber es wird wohl doch noch 2, 3 Wochen brauchen, bis ich das leer kriege. Und das andere Produkt ist das Parfüm von Benefit, dass das so nett nach Vanille riecht, so ganz schwer. Das habe ich jetzt leider heute vergessen. Naja, jedenfalls hoffe ich, dass wir jetzt bei 10 sind und ich nicht noch eins ausgelassen habe. Falls doch, werde ich es nächste Woche nachreichen, aber ich denke nicht. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dann. Ciao!